Moin. Ja, moin liebe Trackstar und willkommen zu einer neuen Folge Matti reagiert. Ihr habt mir fleißig Videos eingeschickt, auf die ich doch bitte reagieren soll, so wie immer. Ich habe für heute zwei Videos vorbereitet, mal gucken, ob wir beide schaffen. Das entscheiden wir dann spontan. Do it. Do it. Okay. Okay, das hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Ich wollte die so von hier oben fallen lassen und dann... Okay. How are you? I am under the water. Please help me. Das Video, das mir wirklich mehrere von euch zugeschickt haben, war das hier. This Magician Will Fool You Twice. Incredible Single Take Magic Routine von Jack Rhodes. Ich bin sehr gespannt darauf. Das Video habe ich noch nicht gesehen. Sollten wir es zu Video 2 schaffen? Das wiederum habe ich schon gesehen. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Habt ihr was zu trinken? Wenn nein, schnell gieße euch was ein. Schnell. 3, 2, 1. Prost! Nice. Let's go. All I have for you is a word. Magic. Direkt Tenet-Anspielung. Hat wer von euch den Film Tenet gesehen? Ich wollte gerade sagen, eins in den Chat, wer den schon gesehen hat. Er trägt hier diese Maske. I have only one word for you, Tenet. I have only one word for you, Magic. Für alle, die Tenet nicht gesehen haben, es geht darum, der Film läuft vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Ich sehe hier einen Rubik's Cube, ich sehe hier Smarties. Der Rubik's Cube verwandelt sich gleich in Smarties. Die Smarties in Rubik's Cube. Die Uhr läuft gleich vorwärts und rückwärts. Oh mein Gott! All I have for you is a word. Magic. But it's not magic, is it? Let's not lie to ourselves. It's a trick. An illusion. Designed to make the impossible look possible. Das ist rückwärts abgespielt, der Nebel verzieht sich. Das heißt, er bewegt einfach nur die Lippen und tut so, als würde er reden. Okay. And when done right, these tricks should have no easy explanation. When done right, even the most critical of thinkers should struggle figuring the trick out. But these illusions, they're more than just a puzzle to be worked out. A trick whose purpose is to have its method correctly figured. No, these illusions can be more than that. More than just a display of skill. And although that's still impressive, what is more impressive is to elicit a genuine experience of wonder, a genuine experience of awe. In the age of information, where anything and everything can be accessed within seconds, creating a genuine moment of wonder is increasingly rare. We take everything for granted and question nothing. It's more important now than ever to relive that childlike sense of astonishment, to live in the moment. A moment where the spectator watching forgets their own reality and enters a new reality where the fundamental laws that define the universe no longer apply. So forget trying to figure out how this works and just live in the moment for the next couple of minutes. Enjoy experiencing unexplainable illusions. Ich traue mich jetzt mal nach einem Drittel des Videos auf Pause zu drücken. Ich weiß, ihr würdet sonst immer alle meckern. Lass doch erstmal ein bisschen durchlaufen. Hab ich gemacht. Das ganze Ding läuft rückwärts. Oh mein Gott. Den Rubik's Cube ungelöst hochzuwerfen und jetzt ist er gelöst. Das bedeutet, er musste vorwärts gesehen, also beim Aufnehmen des Videos, den gelösten Cube von hinterm Rücken her werfen und dann ihn ungelöst machen. Also genau andersrum, als wir es sonst machen in der Magie. Das, was ich aber am allerkrassesten fand, war hier der Münzvanish. Ich kann mir das gerade rückwärts gar nicht vorstellen. Das sieht doch ganz normal aus nach einem normalen Retention Vanish. Ich will, dass es vorwärts so aussieht. Die Münze kommt in die Hand. Bam, und sie verschwindet. Rückwärts also vielleicht so. Und wenn ich das jetzt rückwärts abspiele, Achtung! Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich sehe es nachher im Videoschnitt. Das ist wirklich eindrucksvoll. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er das vorwärts choreografiert haben muss. Aber ich vermute mal, dass er gleich wahrscheinlich das ganze Ding ab der Mitte des Videos wieder rückwärts abspielen wird. Und dann wird alles Sinn ergeben. Das heißt, das sind Zaubertricks, die vorwärts und rückwärts Sinn ergeben und fühlen. Das ist brutal beeindruckend. It's so easy to squash the moment of wonder by trying to rationalize what you're seeing. Too busy trying to figure out the method, you miss out on the wonder of the moment. And in most cases, revealing the method ruins that moment of wonder. But in this case, the moment of wonder is created by revealing the method. See, everything you're currently witnessing is in reverse. Everything but me is running opposite to what you initially thought. And now that you're aware that the events you're currently witnessing are running backwards in time, now that you understand the future you're about to see has already happened. Oh, Bruder, das ist so mindblowing. Warte, ich muss kurz überlegen, wie das jetzt mit der Uhr war. Die Tricks, die wir jetzt sehen, hat der vorwärts performt. Währenddessen lief die Uhr. Als er dann aus dem Augenwinkel gesehen hat, die Uhr läuft gleich ab, hat er geschnippt und während die Uhr leer war, hat er weitergemacht. Dann das Ganze rückwärts abgespielt. Also es läuft nach wie vor rückwärts. Okay, okay. Oh mein Gott, ey, das ist so mindblowing. Ich komme gar nicht klar.
we can create new illusions never seen before. Notice these cards are in new deck order. From ace through to king and spades, ace through to king and diamonds, then king through to ace in clubs, and king through to ace in hearts, all in numerical order. Your brain is telling you that if this is in reverse, the act of me showing you this deck of cards actually comes after what I'm about to show you. So it wouldn't then be possible for me to mix up these cards. Normally if I shuffle these cards after showing they're in order, that's fine, but because this is in reverse, they should never have been in order when I first displayed them. And if this whole routine is running backwards in time, the illusions you've already seen are actually the wrong way around. To solve the Rubik's Cube is to unsolve the Rubik's Cube. Everything is opposite to what it should be, so the real illusion is doing these tricks in the opposite order. To levitate the coin is to drop the coin, and to drop the coin is to levitate the coin. Massive pair, sehr gut. The act of levitating the rubber band is as simple as dropping the rubber band. So what would an illusion look like if it didn't matter which way time was running? Something like the act of stopping time. Now that is more than just a trick. That is the act of making the impossible look possible. That is one word. Magic. Either that or it's just one long contrived excuse to get pretentious about the nature of reality. Christopher Nolan, eat your heart out. Wir sehen es nicht mehr vorwärts? Ich will's vorwärts sehen! Oh mein Gott, mein Greenscreen ist nicht ganz sauber drauf. War das die ganze Zeit so? Nein! Otto, nein, vom Chat ist da auch noch dieser dunkle Fleck, damit der Chat besser sichtbar ist. Nein! Absolut inkompetent einfach. Rückwärts abspielen. Dann schauen wir uns das Baby doch mal rückwärts abgespielt an. Okay, der Ton ist sehr verwirrend. Ich blende den aus und füge da im Videoschnitt einfach irgendeinen Song ein. Das ist jetzt vorwärts. So haben die es aufgenommen, ja? War der Muscle Pass ganz wichtig? Sehr starker Force Shuffle, hat er wirklich gut ausgeführt. Mann, ist das gut durchdacht, ey. Das ist so stark durchdacht, ne? Okay, das dachte ich mir, okay. Das ist ultra stark geplant, wirklich. Thank you.
Jetzt bin ich gespannt. Hab ich das vorhin genauso gemacht wie er auch? Okay. Stark. Super, 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 duper stark. Leute, schaut auf jeden Fall vorbei bei Jack Rhodes. Die Links zu beiden Originalvideos, auf die ich gerade reagiert habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr mir heute Gesellschaft geleistet habt. Wie schmeckt mein Kombinationstee? Ich habe einen Beutel Schwarztee und einen Beutel Pfirsichtee drin. Schmeckt zu heiß. Danke, dass ihr euch dieses Video mit mir angeschaut habt. Ich hoffe, meine Reaction hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute Abend live auf Twitch um 20 Uhr. Bis dann, euer Matti. Und die Somnium Membership kommt bald. Hawk 1975 schafft es. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen Lightroom gestartet. Ich wollte nicht Lightroom starten. Nein!